1000 für den Imperator. Der YouTube-Kanal in Kooperation mit Kraken Wargames und Games Island. Hallo und herzlich willkommen beim 1000 für den Imperator Adventskalender. Ich bin Jörg und ich darf mit euch heute das Türchen in unserer Reihe Helden des 40k-Universums öffnen. Ahriman, unfreiwilliger Diener des Tsinch und der machtvollste aller Psioniker der Chaos Astartes, ist eine der am schwierigsten zu fassenden Gestalten des Warhammer 40k-Universums. Von Beginn an war klar, dass Ahriman zu Größerem bestimmt war. Als höchstes Mitglied des Liberiarius der Thousand Sons und einer der engsten Vertrauten Magnus des Roten, war Ahriman tief in die Mysterien des Warp und der okkulten Magie eingeweiht und litt stets darunter, dass kein Zauber und keine Macht den Flash Change der Thousand Sons zu stoppen schien. Ahriman wurde während des Einigungskrieges auf Terra geboren und wurde zusammen mit seinem Zwillingsbruder Ormus auserwählt, Teil des neuartigen Astartes-Projekts zu werden. Bereits wenige Jahre nach Beginn des Großen Kreuzzuges begann aber inmitten der Thousand Suns eine Seuche zu wüten, die viele der Space Marines mutieren ließ und sie in wenig mehr als blindwütige Mutanten verwandelte, denen man nur noch die Gnade eines raschen Todes zukommen lassen konnte. Für Ahriman war aber vor allem der Verlust seines Zwillingsbruders ein Ereignis, das ihn für immer prägen sollte, da auch dieser am Flash Change verendete. Letztlich wurde die Legion durch die Entdeckung Magnus des Roten vor der Ausrottung durch die Krankheit gerettet und mit seiner Hilfe gelang es, die Gensaat der Legion zu stabilisieren. Ahriman wurde in der Folge berühmt und berüchtigt und schloss neben anderen Allianzen auch eine enge Freundschaft mit dem Space Wolves Runenpriester Othiri Wurdmark. Von ihm lernte er und teilte sein Wissen willig mit diesem. Vor allem aber prägte Ahriman das Konzil von Nicaea, in dessen Verlauf die Nutzung psionischer Mächte für Space Marine Legionen verboten wurde und welches sich für ihn wie ein Gerichtsprozess darstellte, der die Thousand Suns einer Sünde für schuldig sprach. So wandte Ahriman sich innerlich auch bald vom Imperium ab und folgte Magnus bereitwillig in die Horus Heresy. Er blieb an der Seite seines Genvaters durch die schlimmsten Schlachten gegen das Imperium und sogar bis zu Magnus letzter Zwiesprache mit dem Imperator im Saal des Goldenen Throns. Wie viele andere gab Ahriman den Krieg nach Horus Tod verloren und floh in das Auge des Schreckens, wo er erneut begann, am zurückgekehrten Flash Change zu forschen und schließlich glaubte, eine Heilung gefunden zu haben. Der sogenannte Rubric of Ahriman allerdings war keine Lösung für den Flash Change, sondern eine von Tsinch erdachte List, um mit einem einzigen machtvollen Zauber vernichtete Ahriman große Teile seiner Legion und verwandelte die profanen Mitglieder der Thousand Suns in leblose Rubric Marines, angefüllt mit der Asche ihrer einstigen Körper und nur noch mit einem winzigen Funken alten Seins beseelt. Seine Legion verbannte ihn und Ahriman verfiel der Obsession, seine Untaten rückgängig zu machen und Tsinch in seinem eigenen Spiel zu schlagen. So versuchte er, in die schwarze Bibliothek der Eldari einzudringen und dort verbotenes Wissen zu stehlen und ist heute überall dort zu finden, wo okkulte Schriften oder Artefakte ihm einen weiteren Funken Verständnis oder Macht einbringen können, um eines Tages vielleicht doch noch zu bekommen, was er immer wollte. Eine Legion frei vor den Mutationen des Chaos. Und das war's heute schon wieder mit unserem Adventskalender. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaltet morgen wieder ein, wenn wir das nächste Türchen öffnen. Ciao!